Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Für mich ist immer noch kurz nachdem ich das letzte Video gedreht habe und ich habe immer noch keine Ahnung, ob wir jetzt Mittwoch gerade haben oder Donnerstag. Aber ich gehe davon aus, wir haben Mittwoch noch, oder? Ja, Mama sagt ja. Ja, auf jeden Fall habe ich noch ein anderes Thema, so oft das mir gerade eingefallen ist. Und jetzt begeben wir uns in Zukunft 2. Zukunft Science Fiction, wollte ich gerade sagen. Science Fiction, das ist auch mal wieder so ein Wort. Zukunft Science Fiction. Und ich habe vor kurzem einen Trailer gesehen von der Serie. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber irgendwie habe ich einen Trailer gesehen. Und da ging es um Leute, die ihre Gedanken und ihre Erinnerungen miteinander teilen konnten, sodass der andere es miterlebt. Und als ich das so gesehen habe, musste ich automatisch an uralte Gespräche zwischen mir und meiner Mutter denken, zu der Zeit, als ich die Traumaprobleme so heftig hatte. Heftig hatte. Boah, meine Grammatik ist gerade nicht so dolle. Ja, es ist wirklich spät und der Hase klappert und ich nehme jede Ausrede mit, die jetzt gerade mir geliefert wird. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich das so überlegt habe. Damals gab es immer einen Satz, der mich zu Weißglut gebracht hat, wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, ich verstehe dich. Weil ich mir dann immer gedacht habe, nee, du verstehst mich nicht. Du weißt nicht, wie das ist. Du hast nicht die ganzen Bilder von damals im Kopf. Du lebst das nicht mit. Wie willst du mich verstehen? Das war immer so dieses, damit konnte sie mich innerhalb von Minuten schnell zu Weißglut treiben, wenn sie gesagt hat, ich verstehe dich. Und dann habe ich mir so überlegt, wenn das, also rein hypothetisch, und jetzt fangen wir echt an, so, wir philosophieren über die Zukunft, das Möglichen und wie das auf uns wirken würde. Also ist jetzt nicht so, dass es irgendwie schon so ist, aber man kann ja schon mal drüber nachdenken, was wäre, wenn. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, was wäre, wenn jetzt morgen ein Wissenschaftler zu mir kommen würde und sagen würde, du kannst alles mit deiner Mutter teilen, deine ganzen Erinnerungen und diese ganzen Bilder von früher, all den Schrecken, anders kann man es nicht sagen, aber meine erste Hälfte vom Lebens war jetzt nicht so tolle. Die erste, eigentlich ist es nicht mal eine Hälfte, sondern es ist echt, wenn man es auf mein ganzes Leben rechnet, mein bisheriges, ist es echt nur so ein Fliegenschiss, um ehrlich zu sagen. Nur in Anführungszeichen 2 Jahre. Ja, es sind eigentlich nur 2 Jahre. Ich meine, ich bin 24 Jahre jetzt schon bei meinen Eltern und trotzdem sind es 2 Jahre, die mein ganzes Leben geprägt haben, könnte man so sagen, ne? Krass eigentlich, wie 2 Jahre dein ganzes Leben verändern können. Ja, und wenn ich diese 2 Jahre, wenn ich zum Beispiel der Gedanke, diese 2 Jahre mit meiner Mutter wirklich teilen zu können oder auch mit euch da draußen, der ist mir dann schon mal doch so durch den Kopf gegangen, einfach mal zu zeigen, was ich damals gesehen habe. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich das machen könnte? Und was würde ich dann daraus machen? Und wie wäre so, was glaube ich, würde dann passieren? Also so eine der ersten Sachen, die passieren würde, wäre, also ich würde es mit meiner Mutter teilen, klar. Aber das Ding ist, für mich war es ja das totale Grauen. Furchtbar, schrecklich, übel. Kleinkind. Ja, also da muss ich nicht sagen, dass ich ein Kleinkind war. Es war halt einfach das Schlimmste, was ich je erlebt habe bis jetzt. Kann man nicht anders sagen. Und wenn dann meine Mutter das sehen würde, miterleben würde, und sie würde es ja dann aus meiner Perspektive erleben, aber dennoch dann zum Beispiel also irgend sowas sagen würde wie, na, so schlimm ist es ja nicht. Ich weiß nicht. Das würde ja dann eigentlich mein ganzes Leben sozusagen in Zweifel setzen. Und wollte ich das? Ich meine, ich habe ja wirklich, es ist ja ein Teil meiner Geschichte, es ist Teil meiner Vergangenheit und ich knabber da dran wie ein Eichhörnchen an der Nuss. Das ist doch mal ein Bildnis, oder? Das nervt. Es nährt mich insofern, dass es ein Teil von mir ist, der mich stärker macht. Weil ich mir immer denke, schlimmer kann es eigentlich im Grunde nicht mehr kommen. Viel, viel schlimmer kann es nicht mehr kommen. Das habe ich schon überlebt und daraus schöpfe ich immer die Energie, um weiterzumachen. Aber wenn ich jetzt meine Mutter zu mir sagen würde, wenn sie das sehen würde und auch erleben würde, ja, so schlimm ist das ja gar nicht, kann man ja gut überstehen, dann würde sie ja sozusagen sagen, dass mein ganzes Leben lang, das ist, woran ich geknabbert habe, was mir sozusagen das Schlimmer geht's nicht mehr Punkt war, dass es ja gar nicht so schlimm ist.
dass man das ja einfach ignorieren könnte. Und das wäre irgendwie so, das ist so der Gedanke, wo ich mir gedacht habe, das wollte ich glaube nicht. Oder ein anderes Ding wäre, es kommt drauf an, wenn man das jetzt natürlich so im Sinne von, ich zeig's dir, muss es selbst aber nicht sehen, jemandem zeigen könnte, dann wäre es mir egal. Aber wenn man es jemandem zeigt und selbst auch wieder erlebt und dann, ich weiß nicht, wie viele von meinen Verwandten das wissen wollten, wie das wäre oder wie das war oder was da los war, um einfach nur mich besser zu verstehen und ich dann immer und immer wieder zeigen müsste und immer wieder jeder es angucken würde oder es ein Partygag werden würde, lass mal sehen. Ich weiß nicht, ob das sowas ist, wo man will. Oder es ist auch so, auch zum Beispiel so schöne Momente. Es geht ja nicht nur um die schrecklichsten Momente in meinem Leben, sondern auch so schöne Momente. Wenn ich einen schönen Moment hätte und den dann zum Beispiel jemandem zeigen wollte, irgendjemandem, der mir wichtig ist. Jetzt nehmen wir mal nicht meine Mutter, weil sonst klingt sie wie so ein totaler miese Peter. Sie ist kein miese Peter, also nicht immer. Ja. Mit Charme und Sympathie, so fange ich dein Herz, Mama. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich es jetzt zum Beispiel meinem Vater zeigen würde und er nach Hause käme und müde wäre und sagen würde, ja, so toll ist es ja gar nicht, dann würde er mir ja die Freude an meinem Erlebten zum Teil nehmen. Und man erlebt es ja öfter schon, wenn man irgendwie so Erinnerungen hat aus von früher, die total schön sind. Zum Beispiel ist er von Toys. Entschuldigt, das war ein Mittwochsvideo von letzter Woche. Oh, das ist immer noch hart. Für mich ist ja keine Zeit vergangen seitdem. Ja, aber auf jeden Fall, wenn die ganzen Erinnerungen dann eine Trübung kriegen, das ist ja dann ist wirklich furchtbar. Und wenn ich mir das vorstelle, dass jede Erinnerung, die du hast, und jede, die du teilst, irgendwie getrübt werden würde von den Kommentaren von irgendwelchen anderen, weil sie denken, sie müssten was dazu sagen oder ihren Senf dazugeben. Ich weiß nicht, ob das dann so toll wäre. Aber was ich mir auch natürlich voll schwierig vorstelle, ist, die ganzen Leute, die total selbstverliebt wären, das würde ja eine ganz neue Möglichkeit auf Instagram oder Facebook oder Twitter ergeben und die dann ihre ganzen Erinnerungen mit der ganzen Welt teilen würden und dann das Internet zugeballert wäre von Erinnerungen wie, ich esse gerade einen Toast. Und du dir dann nur so denkst, okay, du isst einen Toast. Schön für dich. Ich esse gerade ein paar Nudeln, aber trotzdem guckt es keiner an und es interessiert auch eigentlich keinen. Oder solche Sachen. Ich weiß nicht, das wäre dann irgendwie total die komische Situation, wenn du dann vollgeballert wirst mit den Erinnerungen von anderen Leuten oder du auch nur mit den Erinnerungen deines Umfelds. Oder auch so eine Sache, wo ich mir ganz kritisch vorstelle, ist so, du gehst mit zum Beispiel mit deinen Eltern zusammen in die Kirche. Wunderschöne Kirche, ja. Es ist ein total schönes Fest und das Einzige, was dir in dem Moment als Erinnerung bleibt, ist das unglaublich unbequeme Bank und wie die dir am Hintern drückt und überhaupt und das und dabei auch riecht furchtbar und alles. Und dann kommt dieser Moment und alle kommen nach Hause und deine Mutter ist total euphorisch nach dem Motto, oh, das war so schön und lasst uns doch unsere Erinnerungen miteinander abgleichen. Und dann hat der Vater die Erinnerung Gott, ich muss auch weit bleiben, ich muss wach bleiben. Und du hast dann diese Erinnerung von, na, es war so unbequem. Und dann würden wir ja meiner Mutter die Schönheit dieser Erinnerung und des Momentes wegnehmen. Und ich glaube, deswegen Meine ist es. Mutter war so. Du bist so ein Gremlin, Mama. Ich bin zwar ein wüster Zwerg, aber du bist ein Gremlin. Meinst du doch das Ernstens? Das machen wir doch so. Also wäre ja nochmal was anderes, wenn wir alle zur selben Zeit dort wären. Verstehst du? Oh Mann. Gib dir halt Mühe. Okay. Stell's dir einfach vor, wir gehen alle zusammen in die Kirche. Die Halbatheistin, der schlafende Vater und du. Hatten wir ja schon was. Ja, klar, aber damals war ich ja noch nicht so halb atheistisch. Also. Und damals habe ich ja noch gerne zugehört. Und da war ich auch noch Ministrantin. Ich habe euch ja dazu genötigt, sogar noch zur Kirche zu gehen. Ach, diese schönen Erinnerungen an damals.
Das einzig wirklich Schöne, woran ich mich daran erinnere, ist schon die Waffel, die es dann beim Firenze gab. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es ist schwierig, wenn man sich vorstellt, jemandem anders seine Gedanken zu teilen, weil ich stelle es mir schön vor, auf der einen Seite nach dem Motto, ich zeige dir, was mich bewegt, aber ich stelle es mir auch furchtbar vor, im Sinne von, und du kannst deinen Senf dazugeben. Weil den Senf zu Sachen zu geben, die wir offen aussprechen, ist die eine Sache. Dann, das ist nämlich das, was wir mitteilen wollen. Aber wenn jemand den Senf zu etwas gibt, wo uns selbst tief innern vielleicht nicht mal bewusst ist, ist es manchmal sehr verletzend und auch sehr schwierig. War das jetzt philosophisch oder was? Ja, mit diesen Worten beende ich mein Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit wem würdet ihr eure Erinnerungen teilen und mit wem eher nicht. Und welche Erinnerungen würdet ihr teilen und wo würdet ihr sagen, auf gar keinen Fall dürft ihr das jemand wissen. Schreibt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook. Habe ich das jetzt schon mal gesagt? Oder? Jetzt wäre es praktisch, wenn man seine Erinnerung zurückspulen könnte. Dann wüsste ich, ob ich es schon gesagt habe. Oder eine E-Mail an die bell.rietum@outlook.com. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.